Sie könnte nicht glücklicher sein. Bei der Taufe ihres Sohnes Nikolas zeigt sich Madeleine von Schweden strahlender denn je und schenkt den Fotografen ihr schönes Lächeln. Und auch die Figur der 33-Jährigen kann sich sehen lassen. Rund 4 Monate nach der Geburt des kleinen Prinzen ist hier ganz und gar keine Spur von Babypfunden. Bei der Taufe ihrer Tochter Leonore im Juni 2014 präsentierte sich Prinzessin Madeleine nicht weniger strahlend, allerdings noch mit dem ein oder anderen Schwangerschaftskilo mehr. Auch die Taufe ihrer Erstgeborenen fand gut 4 Monate nach der Geburt statt. Scheint also so, als hätte der sympathische Royal nach Nikolas Geburt eine echte Blitzdiät eingelegt. Im Gegensatz zum rosa Spitzenkleid bei Leonoras Taufe könnte dieses gemusterte Kleid von Valentino zwar etwas besser kaschieren, doch im Gesicht sieht man den Unterschied ganz deutlich. Bei der Hochzeit ihres Bruders Karl Philipp, nur 2 Tage bevor Nikolas das Licht der Welt erblickte, sahen wir Madeleine noch so kugelrund. Kaum zu glauben, dass sie nicht einmal 4 Monate später mit diesem After-Baby-Body glänzt. Gequält scheint sie sich dafür allerdings nicht zu haben, denn an der Seite ihres Ehemanns Chris O'Neill wirkt sie hier so entspannt und gelöst wie selten. Ein rundum schöner Anblick.